So, meine lieben Freunde, wir sind hier in China. Ganz genauer gesagt sind wir hier bei Takon in der Region Guangdong. Und ja, ich zeige euch hier jetzt mal das Werk, wo eure Spritzlinge produziert werden, wo die ganzen Bausätze und der ganze heiße Scheiß herkommen. Ja, da würde ich euch zu einladen. Haltet euch fest, es wird sehr laut, es wird sehr aufregend, es wird sehr ölig. Das wollen wir uns natürlich hier alles angucken. Und dann würde ich sagen, dann geht es los. Wir gehen in die Fabrik rein. So, hier befinden wir uns jetzt in China. Das ist Takon. Das ist die Firma. Genau. Und hier sind jetzt die ganzen Produktionsstätten, wo die Formen stehen. Riesengroß. Da sind die ganzen Rohlinge, die hier gefertigt werden. Da haben wir die MitarbeiterInnen, die das hier alles herstellen. So sieht das Ganze dann aus, wenn das fertig ist. Das ist jetzt eine Form. Man kann hier den Spritzlingsrahmen kann man hier schon erkennen. Hier ist das Grundgerüst drumherum. So. So, und hier werden dann die Formen hergestellt. So, hier kann man das jetzt mal wunderbar sehen. Hier haben wir nämlich eine rote Farbe. Die kommt dann hier auf den Brickling. Und da, wo die rote Farbe drauf ist, da kann man das sehen, da muss dann nachgearbeitet werden, praktisch eine Negativkontrolle. So, dann haben wir dann die nächsten. Dann wieder anders teilen. So, und da wird dann praktisch kontrolliert, wo dann nachgearbeitet werden muss.问题不大了。你那小小，问题不大。好，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 
This is for Achilles. The turret. So, das ist die Form vom Achilles, vom neuen Andy. Und da werde ich noch einige Verbesserungen, Änderungen angebracht. Und damit man mal sieht, wie mächtig das ist, kann man die hier sehen. Also, damit die Form überhaupt bewegbar ist, haben wir hier eine Befestigung, die dann hier mit diesem Kran an diesem Arm dann hier dann auch bewegt wird, weil man das so nicht dann schleppen kann. So, hier ist das auch nochmal zu sehen. Hier ist der andere Teil der Form. So, und was haben wir hier? Na, wer erkennt's? Welches Modell könnte das sein in 1:16? Ja, wie man sehen kann, das ist hier alles massiv, schwer. Also die Leute, der Gott der Eisen schuf auch harte Männer. Und man das hier so sehen kann, was man jetzt natürlich nicht sieht. Die Temperaturen hier, wir haben um die 35 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von ungefähr 94%. Also da ist man wirklich, wirklich, wirklich gut am Schwitzen. So, das sind die Injection Machines. Hier werden dann die Formen reingelegt. Jetzt sind wir in dem Raum, wo ungefähr noch 20 Grad mehr sind. Und wo wir sind, könnt ihr sehen, genau, da sind Spritzlinge. Und jetzt gehen wir mal zu der Maschine, wo das Ganze hergestellt wird. Hier sind die Formen und hier wird das drin gespritzt. Hier passiert das Ganze, hier kommen dann die Spritzlinge, die ihr dann anschließend auf dem Tisch habt. Da werden die hier hergestellt. So, da haben wir ein schönes Beispiel. Da sind Teile von M10, die werden hier gerade hergestellt. Gucken wir mal, was da passiert. Also auch hier Modellbau, links und rechts. Einmal die Kontrolle. Zack, das passt alles. Wunderbar. Dann warten wir, bis der nächste kommt. So, ist gespritzt worden. Wieder Kontrolle. So, ausgezeichnet. Und der nächste Spritzer. Ja, so geht das den ganzen Tag. So, der neue Apache, den haben wir hier und dann gleich mal die Kontrolle. 1A.
das Ganze kontrolliert und abgelegt. So, hier haben wir den Houston 1:48er Königstiger. Der wird hier aktuell produziert. So, richtig gute Qualität. Und hier das Gleiche, hier haben wir Trennmittel. Das ist das, warum die Formen manchmal ein bisschen streckig sind. Und da wird das dann produziert und hergestellt. So, der große Rahmen, der kommt da, genau, da dann der Rest. So, und auch hier wieder Kontrolle, ob alles in Ordnung ist. So, auch wieder hier der Königstiger, 1:48 und die Produktionsstraße ist dann hier. So, das wird wieder System hier zugeführt, damit wir dann neue Spritzlinge dann auch bekommen. Und die Form, die ganze Form, die sieht dann so aus. So massiv ist das Ganze. Und hier drinnen, wir gehen mal ganz nah ran. Da sind erstmal die Federn hier, kann man hier schön sehen, die das Ganze auffangen. Und das sind die Injection Marks, die Stäbe. Da wird das dann reingespritzt. Von der anderen Seite ist das relativ unspektakulär, da kann man nicht viel sehen. Außer halt die dementsprechenden Bohrungen. Und die Formen müssen ja auch irgendwo gelagert werden. Das haben wir dann hier. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit man das ein bisschen sehen kann. Und das sieht fast aus wie bei Indiana Jones, Lost of the Ark. Also die letzte Bundeslade, das Warenhaus. Und hier stehen wirklich einige Werte rum, einige Modelle in dieser Fabrik, also das ist schon ganz schön Wahnsinn. Und wie gesagt, das alles wird dann ja bewegt über Laufkatzen, über Kran, weil das sind mehrere hundert Kilo Stahlplatten. Und das ist auch das, was das Ganze so teuer macht am Ende. Von diesen Modellen, von diesen Sachen, da kann man natürlich dann auch ein paar Hunderte bzw. ein paar Tausende Modelle dann fertig. Das ist was anderes wie bei Short Run. Da hat man ja eine flexible Form. Die hält dann entsprechend nicht so lange. So, und bei den Stahlformen, die wir hier haben, da ist natürlich das gegeben, dass da wirklich einige, ja, 10.000 von hergestellt werden können. Das gucken wir uns gleich mal an, wie die hier hergestellt werden. Aber erstmal wollen wir uns das einmal hier angucken. Da werden die einzelnen Werkzeuge, einzelnen Formen gemacht. Und das wird alles, wie man sehr schön sehen kann, von vielen, vielen fleißigen Händen in mühseliger Handarbeit hier gefertigt. So, da sitzen mehrere Arbeiterinnen und ja, sind super fleißig hier. Wir gehen einmal rum, damit wir es von der anderen Seite sehen können. Und da werden dann praktisch die Handgriffe gefertigt, die wir dann benötigen, damit diese Form dann überhaupt entstehen können. Wie ihr seht, ist so ein Bausatz absolut viel Handarbeit beschäftigt. Jetzt ist, ihr habt ja gesehen, wie das Ganze hergestellt wird. Hier sind dann schon mal
die ganzen Umverpackungen, die Kartons, alles vorbereitet. So sieht das schon mal aus hier. Können wir schon mal sehen. Karton, 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 Karton. So, und hier wird das Ganze dann zusammengebaut. Da sind die fertigen Kartons. So, die werden dann vorbereitet, geklebt, zusammengeklebt. Ihr seht das hier. Gucken wir es nochmal an. Heißklebepistole geschnappt. Zip, zip, zip. Andere Seite. Zip, zip, zip. So, dann wird das hier weitergegeben. Und der Kollege hier, der klebt das Ganze zusammen. Ja, super geübt. Bei mir wäre das höchstwahrscheinlich nicht so gegangen. Dann geht das noch weiter. Hier wird das Ganze nochmal einer Qualitätskontrolle unterzogen, damit da auch kein Quatsch bei euch ankommt. Und trotz dieser ganzen Qualitätskontrollen kann es trotzdem immer mal wieder vorkommen. Aber ich glaube, wenn man den ganzen Tag, und ihr seht ja, wie viele absolute Massen hier sind, das den ganzen Tag macht, ich glaube, dann sieht man abends den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, da wird dann mal geguckt, ist da irgendwie Grad drauf. Genau, wird sich alles einmal angeguckt. Also, ist schon absolut wirklich, wirklich gewaltig, was man sich hier so angucken kann. So, da kommen die dann in die Folien. Genau, wird mit der Spritze geschnappt. Und dann eingetütet. Zack, fertig zum Verkauf. Wir gehen die Straße mal weiter. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also weitere Spritzlinge. So, um Kartons jede Menge. Ihr seht das hier, Kartonkönig. Noch mehr Kartons. Andere Größe. So. Und weiter geht's. Hier wird das Ganze auch alles eingetütet. Da sind die fertigen Spritzlinge. Hier landen übrigens die ganzen Klebestreifen. Finde ich ganz interessant. Kann man mal schön sehen, wie viel tonnenweise Klebestreifen hier sind. Ich glaube, die dürfen auch alle hier nicht elektrisch aufgeladen sein. So, genau. Zack und zu. Hier geht das in die Kartons. Ja. Nochmal eine kurze Kontrolle. Genau, passt alles. Gezählt und hinein damit. So, jetzt haben wir ja gesehen, wo die Formen die Feinarbeit kriegen, aber hier kann man sehen, wo das Ganze jetzt grob hergestellt wird. So, jetzt haben wir noch einen viel besseren Eindruck. Hier kann man schön sehen, wie das gefräst wird und wir haben gerade den Hinweis gekriegt, dass das hier super rutschig ist. Ihr könnt ja sehen, das ganze Öl, die ganzen Späne, landet alles hier in den Abfluss. Und wie gesagt, hier werden dann die Formen hergestellt. Kann man sehr schön sehen. Da ist die Maschine schön am Arbeiten. So, und das Öl wird dann natürlich zum Kühlen, damit der Bohrer nicht heiß läuft, keinen Schaden nimmt. Kann man das sehr schön sehen. Und das Ganze sieht natürlich sehr beeindruckend aus. Wie gesagt, schade, dass ihr nicht mit vor Ort seid und ja, mit mir hier einen abschwitzen könnt. So, da haben wir nochmal eine andere Maschine. So, und da gucken wir mal hin. Da bewegt sich gerade. Da wird jetzt hier geguckt. Und hier dementsprechend das ganze Zeug eingespannt. Und ich will gleich mal fragen, was mit den ganzen Sägespänen passiert. Ob das irgendwann wieder eingeschmolzen, eingesammelt wird oder was denn damit dann passiert. So, jetzt haben wir ältere Maschinen gesehen und hier ist eine richtig neue Maschine. Und da kann man mal sehen, wie schnell das hier geht. Zack, zack, zack. Da kann das noch schneller, noch ein bisschen sauberer produziert werden.
So, und das Öl, ich habe mich nämlich da gerade mal erkundigt, das Öl, das wird wieder recycelt, das wird gefiltert, genauso wie die ganzen Spänen. Ihr seht ja, was hier für Tonnen an Spänen, das wird tatsächlich gesammelt, aufbearbeitet und dann tatsächlich wieder verwertet. Also ganz so umweltschädlich ist das Ganze dann nicht, wird dann alles wieder, ja, nochmal bearbeitet. So, jetzt habt ihr ja die ganzen Negativformen gesehen. So sehen die aus und das muss jetzt dann noch in die Stahlform umgebracht werden und das wird hier passiert. Hier kann man das schon sehen, da ist auch wieder zur Kühlung und entsprechend hier wird das dann umgesetzt. Gucken wir nochmal von der anderen Seite. Ja, wunderbar. Und nächste Maschine, anderes System ein wenig. So. Fördert. War fördert. So, es wäre sehr, sehr heiß. Und was mich sehr faszinierend finde, das ist eine Kupferform, die in diese Stahlform dann durch ein Verfahren eingebracht wird. So, und die Form, diese Kupferform, die ist dann tatsächlich auch dann mit durch. Also wir haben jetzt hier ein Beispiel. So, und wenn man sich das anguckt, ich hoffe, das kriegt man hier rauf, diese Form ist dann tatsächlich dann auch kaputt. So, ich habe euch ja vorhin schon mal eine ganz gezeigt. So, die sind jetzt benutzt. Da kann man das auch schon sehen, wie tatsächlich fertig diese Formen dann sind. So sieht das aus, wenn die ja, in Benutzung waren. So. Und so sieht das aus, wenn die ganzen nagelneu sind. Ja, das ist schon ein ganz schön gewaltiger Unterschied. Ihr könnt es mir sehen, dass es echt ist. So, das ist auch super furchtbar heiß, kann man sehr schön sehen. Ja, und ich hoffe, dass das sieht man schön, die Hitze, die da entsteht, wenn das von dieser Negativform praktisch von der Urform dann in das dementsprechende Werkstück dann übernommen wird. Ohne das kühle Öl, was hier dauernd rausläuft, wird hier nichts gehen, das wird heiß laufen, wird kaputt gehen. Also ohne das keine Chance. Wenn das Bier alles. Ja, das Ganze ist keine 4 Jahre alt und das sieht aus wie 30 Jahre gedauert. Ja. Wie schnell die das runterrauchen. So, wo ist es? Ah, guck mal hier, das ist das Regal der Schande. Alles, was mal so rausgekommen ist, der gute alte Scheiß, zack, das haben wir hier. Wollen wir mal weitergehen? Ja, hier waren wir schon. Dann folgen wir mal. Jetzt wird es ein bisschen aufregend. So, wer sich jetzt gefragt hat, wo denn die ganzen Bausätze, die Kartons und alles drumherum landen, das haben wir hier. Hier sind Kartons. Hier sind einige Umkartons, kann man sehr schön sehen. Wir werden uns das hier einmal angucken. Und ihr sollt auch mal einen kleinen Ausblick auf China haben, damit man hier mal gucken kann.
So sieht das hier drumherum aus. Da kommen eure Bausätze von Tacom aus der Region Duangong her. So, dann gehen wir mal zurück. Schwuppdiwupp. Ich freue mich immer über die Dinger hier oben. Die verteilen den Schweiß so schön. So, und weiter geht's hier. Aber es ist absolut einmalig, sich das Ganze anzugucken, hier wirklich mal dabei zu sein. Also schon wirklich, ja, super. Rohmaterialien haben wir hier, gedruckte Sachen, alles, was dann mal so ja, gesammelt wird, aufgenommen wird, Ersatzteile, Bausätze, Produktion, alte Produktion, neue Produktion, wobei alte Produktion ja gar nicht so viel ist, weil wir tatsächlich einen unheimlichen Ausschuss haben. Tacom bringt jeden Monat zwei neue Bausätze raus und seit einiger Zeit dann auch mal wieder ein paar ältere Bausätze, die dann wieder ja, neu realisiert werden, neu rausgebracht werden. Aber um das halt alles vorhalten zu können, ihr seht das hier, also das ist natürlich ein riesengroßer Aufwand und man muss auch, wie gesagt, die ganzen ja, Kapazitäten auch erstmal haben. So, auch wenn wir in China sind, ist natürlich bebauter Raum genauso teuer. Und guck mal, was wir hier haben. Yes, das Werk. So, und auch hier Zulieferer. Also wie gesagt, da habt ihr mal so ungefähr einen Eindruck, was denn hier alles so geht. So, ich hoffe, ihr konntet das genießen, habt ihr einen schönen Eindruck gekriegt von der Fabrik, habt gesehen jetzt, wie die Bausätze hergestellt werden. Das Ganze ist ziemlich aufregend, auch für mich. Ich glaube, ich werde das alles erst realisieren, wenn ich dann tatsächlich das zusammengeschnittene Video dann auch gesehen habe. Also es ist super aufregend, wie das Ganze so entsteht, wie laut das ist. Und ja, schade, dass ihr halt die Feuchtigkeit und die Temperatur nicht mitnehmen könnt. Es ist, ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Mir war es auf jeden Fall eine Riesenfreude, euch das Ganze zu präsentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian von MBK.